Also, willkommen bei diesem Webinar über die Prinzipien von Herzensprojekten. Was gilt es denn zu beachten, wenn ihr ein Herzensprojekt anpackt? Und das verbunden eigentlich schon, oder ist das schon eigentlich die klar, dass es irgendwie noch andere Projekte geben muss, wenn es eben Herzensprojekte gibt. Was gibt es denn noch für andere Herzensprojekte? Ja, ganz normale Projekte. Einfach Projekte, die vielleicht nicht vom Herz her kommen. Und letztlich, ich unterscheide wie drei Arten von Projekten. Also sind zum einen sind das Projekte, die wir einfach umsetzen, die irgendwie vielleicht gegeben worden sind, irgendeine Institution, da gibt es vielleicht eine Umstrukturierung, da muss man eben das umstrukturiert werden, da muss man ein Projekt anpacken. Oder man hat sich selbst ein Projekt gegeben, man möchte irgendetwas anpacken, was aber nicht dem Herzen entspricht oder nicht dem Herzen entspringt. Und da kann man dann wieder unterscheiden, dann gibt es solche, die funktionieren und solche, die nicht funktionieren. Und dann für mich eben, was heute im Zentrum steht, sind Herzensprojekte. Also Projekte, die irgendwie aus einem inneren Drang entstehen, aus innerem Drang, dieses Projekt anzupacken. Und um die geht es heute. Und wenn ich diese drei Arten von Projekten anschaue, dann sind es teilweise einfach Projekte, die einfach funktionieren. Die funktionieren einfach, aber die sind nicht wirklich lebendig. Da ist kein Leben drin, da ist kein Sog drin, da ist keine Energie drin, aber sie funktionieren grundsätzlich. Dann eben natürlich diejenigen, die nicht funktionieren, sind natürlich dieselben, einfach vielleicht ein bisschen schlechter aufgegleist. So. Und dann die Herzensprojekte. Und wenn wir Projekte wollen, die so richtig lebendig sind, wo wirklich Energie drin ist, die leben sollen, dann müssten wir sie genauso behandeln. Und das wäre das erste Prinzip. Behandelt Herzensprojekte wie Lebewesen. Was heißt das? Ja, nichts anderes, als wenn ihr ein Kind habt, wenn ihr ein Baby habt, ein physisches Baby habt, so mit Kopf und Ärmeln und so weiter, also so solches Baby, dann lebt das ja auch. Und genau so solltet ihr es behandeln. Wie euer eigenes Baby. Und ich werde immer als Beispiel mein eigenes Projekt nehmen. Den Magic Campus, ich kann gleich zwei, drei Worte dazu sagen. Magic Campus ist ein Projekt, was ich momentan im Umsetzen bin. Und da geht es darum, einen dritten Bildungsweg für junge Menschen anzubieten, die von Anfang an ihrem Herzen folgen möchten. Also Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die nicht einfach irgendeine Berufslehre starten möchten oder ein Studium starten möchten, weil man halt irgendeine Berufslehre starten muss nach der Schule, sondern die von Anfang an nach der Schule ihrem Herz folgen möchten. Das ist mein Projekt, wo ich momentan dran bin. Das ist mein Herzensprojekt. Und wenn ich da Rückschlüsse ziehe oder einfach da Beispiele oder als Beispiel das heranziehe, dann nicht, weil ich denke, das ist perfekt gemacht von mir oder sowas, sondern weil ganz vieles von diesen Prinzipien ist mir erst jetzt bewusst geworden, wo ich mich mit diesem Herzensprojekt beschäftige. Also, dieser Magic Campus, es ist mein Baby. Und dieses Baby will leben, das möchte lebendig sein. Und ich kann das jetzt abwürgen oder ich kann es eben wirklich tatsächlich ein Lebewesen sein lassen, lebendig sein lassen. Dann das zweite Prinzip. Es gibt zu jedes Herzensprojekt hat immer exakt eine Quellenperson. Und jetzt spreche ich so mit dem Vokabular von Peter König. Peter König ist ein Experte für die Beziehung zum Geld, aber eben auch, er hat sich auch intensiv mit den Quellenprinzipien beschäftigt und ich freue mich heute, dass Monika Calori da ist. Monika ist sehr eng oder arbeitet immer mit Peter zusammen, hat da seine Ausbildung gemacht, die es zu machen gibt bei Peter und ja, kann mich dann sicher korrigieren oder unterstützen, wenn ich da was Falsches sagen sollte. Also, jedes Herzensprojekt hat exakt eine Quellenperson. Was ist eine Quellenperson? Eine Quellenperson ist die Person, die das erste Risiko eingeht, die zum ersten Mal irgendwas für das Projekt tut. Und letztlich ist es vielfach auch so, die Person, die die Idee hat. Das muss nicht sein, aber ist typischerweise so. Bei mir war es so, ich habe die Idee vom Magic Campus, die ist mir irgendwie tatsächlich einfach irgendwie zugeflogen.
Ich hatte morgens um Viertel vor fünf, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, morgens um Viertel vor fünf bin ich aufgewacht und hatte eine ganz klare Vorstellung, was ich jetzt tun muss. Und ich habe das Projekt gleich begonnen anzupacken. Also die Idee kam zu mir quasi, ich habe diese Quelle erschlossen für mich, so. Und entsprechend würde ich mich jetzt mal als Quellenperson für dieses Projekt bezeichnen. Eine Quellenperson, jetzt komme ich zum dritten. Wie gesagt, ihr könnt mich jederzeit gerne korrigieren oder unterbrechen, was auch immer. Eine Quellenperson hat immer eine ganz besondere Beziehung zu diesem Projekt. Also die Idee kam mir vom Magic Campus, die ist mir gekommen. Und ja, das ist eine ganz besondere Beziehung zwischen mir und diesem Projekt. Und wenn ihr Mutter oder Vater seid, dann kennt ihr das. Also besonders wahrscheinlich Mütter kennen das sehr gut, weil Mütter haben auch eine ganz, ganz besondere Beziehung zu ihren Kindern. Und das ist ja, wir haben gesehen, das Projekt ist ein Baby, das ist ein Lebewesen, also habe ich auch da eine ganz besondere Beziehung zu meinem Baby. Und diese besondere Beziehung, dafür haben wir ein wunderschönes Wort in unserem deutschen Vokabular. Kennt das jemand? Fünf Buchstaben. Liebe? Haha, Monika kriegt 100 Punkte. Genau, Andrea hat es im Chat auch gerade geschrieben. Also genau, Liebe. Also, wenn wir eine besondere Beziehung haben zu einem anderen Menschen, zu einem Lebewesen, zu einem Projekt, was auch immer, dann nennen wir das Liebe. Und genau diese Liebe soll fließen. Und diese Liebe besteht zwischen diesem Herzensprojekt und mir jetzt, in dem Fall, als Quellenperson. Und aus dieser Verbindung, aus dieser besonderen Verbindung entsteht ganz vieles, wenn wir das zulassen. Das ist jetzt das fünfte Prinzip. Aus dieser Verbindung entsteht Energie. Also ich habe total Energie, dieses Projekt anzupacken, diesen Magic Campus umzusetzen, dieses Projekt ins Leben zu begleiten. Ich kann nicht sagen, woher genau die Energie kommt. Die ist einfach da. Ich möchte dieses Projekt umsetzen. Und jetzt wildere ich so etwas dann in dem Fachgebiet von Alexandra. Das Zweite, was aus dieser Verbindung entsteht, ist Purpose. Und ich übersetze das jetzt mal so mit Lebenssinn. Wieder nicht ganz hundertprozentig gerecht, aber so ungefähr. Also ich beziehe den Sinn. Für mich ist es absolut sinnvoll, mich diesem Projekt zu widmen, dieses Projekt umzusetzen. Das kommt aus dieser Verbindung mit dem Projekt, entsteht dieser Purpose. Als Drittes entsteht eine echte Vision. Ich kenne das ja auch von meiner Tätigkeit früher an der Hochschule. Da gibt es dann so diese Visionsprozesse, wo irgendwie dann so das Kader zusammengerufen wird, im besten Fall, oder vielleicht im besten Fall noch geht's noch weiter. Und dann werden die ganz normalen Mitarbeiter auch mit dazu eingeladen, eine Vision auszuarbeiten. Und dann entsteht irgendwann auf dem Papier so eine Vision. Das ist dann meistens so der kleinste gemeinsame Nenner, irgend sowas. Also irgendwas, was irgendwie alle sich darauf einigen können. Ja, das ist eine schöne Vision. Und diese Visionen sind in meinen Augen meistens total kraftlos, weil die kommen vom Kopf und ist ein Kompromiss von vielen Menschen, aber es ist nicht was wirklich Energie hat. Und wenn ihr ein Herzensprojekt anpackt und dieses eben als Lebewesen behandelt, dann kommt die Vision mit diesem Projekt mit. Das Vierte, was mitkommt mit diesem Projekt oder aus dieser Verbindung zwischen dir und dem Projekt, das ist die intrinsische Motivation. Also etwas anzupacken, was eurem Innersten entspringt. Ihr müsst nicht von außen motiviert werden, dieses Projekt anzupacken. Ihr packt das ganz völlig freiwillig an. Und als Letztes entsteht Verantwortung. Das Projekt hat sich irgendwie mich ausgewählt. Diese Idee vom Magic Campus als Beispiel, die kam zu mir und irgendwie will die von mir umgesetzt werden, diese Idee. Weshalb die genau zu mir gekommen ist, weiß ich nicht, aber irgendwie kam sie zu mir.
Und ich habe die Verantwortung für dieses Baby. Genauso eben tatsächlich mit physischen Babys. Die Eltern haben die Verantwortung für ihre Kinder. Und sie müssen gucken, dass das Baby sich wohlfühlt, dass es sich so gesund entwickeln kann, dass es gedeihen kann. Genauso ist es auch hier mit diesen Herzensprojekten. Ich habe die Verantwortung für mein Herzensprojekt, für den Magic Campus. Gut, das war jetzt der, muss ich kurz zählen, der glaub, vierte Punkt. Fünfter Punkt war das schon. Aus dieser Verbindung entsteht nämlich eben die Energie, der Purpose, die echte Vision, die intrinsische Motivation und die Verantwortung. Die optimale, und das ist im sechsten Punkt, die optimale Umsetzung eines Projektes, eines Herzensprojektes, ist nichts anderes als Spielen. Und jetzt müssen wir wieder zu den Kindern gehen. Kinder spielen ja so schön, jeweils. Und was machen die? Die packen Projekte an. Jedes Spiel ist ein Projekt. Und Spielen ist nichts anderes als die optimale Form, dieses Projekt anzupacken. Und wenn wir jetzt mal schauen, was ist überhaupt ein Spiel? Ein Spiel ist immer eine Herausforderung. Etwas, was etwas schwieriger ist als das, was wir sicher können. Ich weiß nicht so genau, wie ich den Magic Campus umsetzen kann. Ich weiß ganz viel, es ist mir unklar. Vielfach habe ich eine Ahnung und ich habe auch das Gefühl, ich könnte das anpacken. Es ist für mich eine Herausforderung. Es ist nicht langweilig. Definitiv nicht. Es ist auch nicht überfordernd, sondern es passt exakt zu meinem aktuellen Entwicklungsstand und zu meinen aktuellen Fähigkeiten, die ich gerade jetzt habe. Vielleicht ist auch deshalb die Idee vom Magic Campus genau jetzt gekommen. Und wichtig beim Spielen ist, dass ich Spaß haben sollte am Weg. Das Ziel ist eigentlich gar nicht so wichtig. Es ist mehr so, ich habe jetzt so eine Richtung, in der ich mich auf den Weg machen kann. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass ich meine Freude am Projekt behalte, dass ich nicht das Ziel zu stark auf das Ziel fokussiere, sondern ich sollte Freude haben, also der Weg sollte das Ziel sein eigentlich. Und das Ziel, was ich habe beim Magic Campus, eben diesen dritten Bildungsweg zu gründen, das ist die Richtung, die mir vorgibt, wohin ich gehen soll. Da gibt es ganz viele Prinzipien vom Spiel, auf die gehe ich jetzt nicht ein. Das ist ja eigentlich so das, was ich sonst jeweils mache. Da kann ich gerne mal ein anderes Webinar dazu machen, was es da alles zu beachten gibt. Und jetzt kommt der nächste Punkt, und der ist vielleicht am schwierigsten verständlich. Die Quellenperson erhält alle notwendigen Ressourcen, um dieses Projekt umzusetzen. Da bin ich mittlerweile wirklich zutiefst überzeugt, dass es keinen Sinn machen würde, mir eine Projektidee zu geben, die ich umsetzen soll als Quellenperson, gemeinsam mit anderen, die mich da unterstützen, mir alles zu geben, nur zum Beispiel das Geld nicht. Würde einfach keinen Sinn machen, es wäre wie so eine Fehlplanung des Universums. Irgendwie habe ich ja die Idee bekommen, zu dem Zeitpunkt, wo ich sie erhalten habe. Und ja, wenn wir dann daran glauben und wenn wir da überzeugt sind, dieses Projekt zum Fliegen zu bekommen, dann werden wir das auch schaffen. Genauso wie wir es auch schaffen, ein Kind großzuziehen. Ein Projekt ist nichts anderes als ein Kind. Natürlich auf dem Weg dahin gibt es immer wieder Zweifel und kommen wieder Glaubenssätze zum Geld zum Vorschein. Und deshalb ist es auch nicht ungefähr, dass sich dann dieser Peter König, der eben die Beziehung zum Geld sich damit auseinandergesetzt hat, eben auch sich mit diesen Quellenprinzipien auseinandergesetzt hat. Es sind jetzt einige neue gekommen für euch, die Information. Wir werden dieses Video öffentlich stellen. Es wird auf YouTube zu sehen sein. Also ihr könnt gerne Videobild einschalten oder ihr könnt es auslassen, so wie ihr das gerne haben möchtet. Das ist ganz euch überlassen. Also, das ist eigentlich die gute Neuigkeit. Wir werden alles erhalten, um unser Herzensprojekt umzusetzen. Die nicht ganz so gute Neuigkeit ist, dass die Projekte auch die Schwächen der Quellenperson enthält. Wenn mir der Mut fehlt, zum Beispiel, wenn ich mich von der Angst abhalten lasse,
diesen dritten Bildungsweg groß zu denken. Nicht, dass ich einfach jetzt mal eine Gruppe von 10 Leuten da die Möglichkeit biete, was anderes zu machen als einfach nur eine Lehre oder ein Studium, sondern wenn ich das flächendeckend sehe, im ganzen deutschsprachigen Raum, ja, ist ein Unterschied. Also wie viel traue ich mir zu? Wo sind meine Ängste? Wo sind meine Blockaden, die ich haben kann? Wo sind die Glaubenssätze, die mich hindern, das Projekt wirklich so umzusetzen, wie es das Projekt eben bräuchte? Das sind diese Themen. Also da muss man sich bewusst sein, dass da einfach so diese Schwächen der Quellenperson automatisch im System drin sind. Und es liegt an mir, diese Schwächen anzugehen, mich diesen Schwächen zu stellen und die versuchen eben, dass die nicht sich hindernd auf das Projekt, auf die Projekte oder auf das Projekt auswirken. Wir haben gesehen am Anfang, dass es Projekte gibt, die funktionieren einfach, aber die leben nicht wirklich. Da ist kein Leben drin, da ist keine Energie drin, da entsteht kein Sog. Und es gibt Projekte, die eben einen Sog entwickeln, wo Energie drin steckt, wo richtig was los ist. Und der Unterschied ist vielfach, dass wir als Menschen, die dieses Projekt umsetzen, diesem Projekt den Willen, unseren Willen aufdrängen wollen. Also ich will jetzt, dass das so und so und so gemacht wird. Und da entsteht kein Dialog zwischen mir und dem Projekt. Wenn ich das Projekt als Lebewesen behandeln möchte, was wir ja ganz am Anfang gesehen haben, dann ist es wichtig, dass ich auf Augenhöhe bin mit diesem Projekt. Ich bin nicht höher als dieses Projekt, sondern ich bin auf Augenhöhe. Ich bin ein Teil, oder ich bin der Teil, der eben das Umfeld schafft, damit dieses Herzensprojekt zum Fliegen kommt. Ich muss aber hören, was dieses Projekt will. Genauso ist es mit Kindern. Als Eltern können wir hingehen und das Kind erziehen, ihm zeigen, was gut und was richtig ist und was falsch ist und ihm unsere Vorstellung mitgeben, so im Sinne von, und du übernimmst dann meinen Bauernhof, wenn du mal groß bist. Oder du besuchst dann ein Ökonomiestudium oder was auch immer. Da sind ja ganz viele Vorstellungen drin, das waren jetzt konkrete Vorstellungen, aber es gibt ja auch ganz viele versteckte Vorstellungen, wie die Kinder sich zu benehmen haben, was sie zu tun haben, was sie zu lassen haben und so weiter. Immer wenn ich komme als Vater und meinen Willen diesem Kind aufdrücke, diesem Projekt aufdrücke, dann verliert das Projekt einen Teil seiner Einzigartigkeit. Die Einzigartigkeit rückt immer mehr in den Hintergrund. Und je mehr die Einzigartigkeit in den Hintergrund rückt, je weniger von seinem eigenen Wesen dieses Projekt entfalten kann, desto mehr Energie verliert es und je mehr Energie, das es verliert, desto weniger Energie habe ich selber als Person, die dieses Projekt umsetzt und desto weniger Sog entsteht auch. Das sind dann diese leblosen Projekte, die einfach da sind, kopfgesteuert, also klassische Projekte eben zum Beispiel an Hochschulen, an Institutionen, was auch immer, da gibt es irgendwie ein schönen Projektplan ausgearbeitet, da wird dann definiert, was für Gefahren bestehen da, was könnte schief gehen. Und man versucht zu überlegen, wer sind denn so die Menschen, die Stakeholder, die irgendwie beteiligt sind, die muss man mit ins Boot holen und so weiter und so fort und so fort. Also es sind ganz viele Eventualitäten, dann kommt ein ganzer Projektplan dazu, so mit diesen Punkten, was erreicht werden soll und so weiter und so fort. Das sind alles kopfgesteuert. Und dann sitzen wir hin und spulen dieses Programm ab. Einfach ein Punkt, was da auf dem Plan steht, nach dem anderen. Und alle Eventualitäten und Risiken werden gleich mal ausgemerzt. Solche Projekte leben nicht. Die funktionieren im besten Fall, aber sie leben nicht. Also, nicht einfach mit unserem Kopf hingehen und sagen, ich will das so und so, weil aus diesen und jenen Gründen, sondern mit diesem Projekt kommunizieren. Und das ist das, was ich jetzt ganz intensiv erlebe beim Magic Campus. Ich habe praktisch keinen Plan, wie ich den Magic Campus umsetze, sondern ich habe die Idee einfach mal in die Welt gesetzt. Ich habe ein
ich habe Infoveranstaltungen organisiert mit, ich weiß nicht, insgesamt gegen 200 Personen, die teilgenommen haben, praktisch ohne Wertung. Die haben sich einfach angesprochen gefühlt vom Projekt. Und aus diesen Infogesprächen haben sich ganz viele Gespräche, Einzelgespräche ergeben. So viele Menschen haben mir geschrieben, sie würden gerne, sie fänden die Idee mega toll und ich soll doch bitte, oder ich, sie würden gerne ein Teil sein, sie würden gerne mitarbeiten oder ihr Sohn, ihre Tochter wäre sehr interessiert, an diesem Magic Campus dann teilzunehmen, was auch immer. Und aus diesen Gesprächen hat sich eigentlich das ganze Projekt ergeben. Und ich habe einfach immer wieder in mich hineingefühlt, passt das nicht. Ich baue jetzt ein Team auf, was mich unterstützt, mit dem ich zusammenarbeite. Und das sind alles nicht Menschen, die ich aus Logikgründen da irgendwie mit denen zusammenarbeiten möchte. Meistens kommt die Logik dann auch. Aber das sind meistens Menschen, wo ich einfach in mich reinfühle und in das Projekt reinfühle und mir überlege, welche Person könnte denn an diesem Ort die richtige Person sein. Es ergibt sich irgendwie einfach alles so selber. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, als vom Kopf her zu sagen, wir brauchen einen Webmaster und wir brauchen einen keine Ahnung, was für einen Community-Verantwortlichen, keine Ahnung, irgendwas, weil es ist ja ein Teil dieses Magic Campus, ist dann die Community. Sondern ich gehe ganz anders hin. Und ich lasse einfach Menschen an mich herantreten, gucke, was passt, was passt nicht. Und es gibt sich irgendwie alles von alleine. Und das ist für mich einer der Hauptgründe, was ich gelernt habe jetzt in diesem Projekt. Und das fühlt sich alles so lebendig an und so stimmig an, dass ich nie mehr anders arbeiten möchte, nie mehr mit Plänen arbeiten möchte. Natürlich mache ich teilweise auch Pläne im Kleinen dann. Also die Detailpläne, irgendwie klar muss man das schon planen. Es muss so eine Balance sein zwischen Kontrolle und Vertrauen. Also zwischen, ja, einfach kommunizieren mit dem Projekt und gucken, was da draus wird und diesem Vertrauen. Ja, ich habe irgendwo was gehört. Nee, war ein Fehlalarm, gut. Und selbstverständlich, ja, ich glaube, wer war das? Franziska, du hast eine Ja, genau. Ich habe auch gerade gedacht, wahrscheinlich auch schon eine ziemlich starke Klarheit, oder nicht? Also, lässt du alles kommen, oder hast du schon auch eine klare Vision von verschiedenen Dingen? Teils. Also vieles ergibt sich tatsächlich, ich habe nicht die große Vision vom Gesamten, das habe ich. Und vieles ergibt sich dann tatsächlich erst mit der Zeit, wo ich bin. Ich habe so viele Menschen, mit denen ich Gespräche führe. Und da entstehen ja ganz viele Ideen. Die entstehen nicht alle in meinem Kopf, die entstehen ja in den Gesprächen mit diesen Menschen. Und dann sehe ich, das ist eine wunderbare Gelegenheit und das könnten wir noch einbeziehen in das Projekt. Und so könnten wir es machen. Also die ganzen Detaildinge, die geschehen irgendwie wirklich so, die kommen einfach. Aber die Werte sind wahrscheinlich sehr klar. Ne? Also die Werte sind klar und die Hauptabsicht ist klar, also wo ich hin will, das ist alles klar. Mhm. Aber das war alles auch nicht klar, lange, lange Zeit. Also wenn man diesen Weg geht, bis man nur schon klar hat, welches Projekt man anpacken möchte, ja, bis diese Idee kommt um Viertel vor fünf morgens oder kann auch sonst irgendwo kommen, das hat ein paar Jahre gedauert und das war ein langer, langer Weg und den muss man aushalten. Da kann sicher dann gerne Monika noch was präzisieren. Ich vergleiche das immer so mit einer Wanderung in den Bergen mit im Nebel. Also wo man einfach so den nächsten Weg markiert, so den nächsten Schritt sieht, wo man hingehen kann. Aber man hat keine Ahnung, wo eigentlich der Weg durchgeht. Und der ergibt sich dann einfach, weil er einfach so von Schritt zu Schritt, und das muss man aushalten können, dass man einfach mal startet auf einer Wanderung und man hat gar keine Ahnung, wie lange dauert das überhaupt und wo komme ich überall vorbei und so weiter. Also all das hat man typischerweise keine Ahnung. Und dann plötzlich sieht man da eben, plötzlich ist die Idee da und dann ist ganz vieles klar. Willst du gleich einhaken, Monika? Alexander, du hast was? Ja. Ich wollte nur noch sagen, das finde ich auch total spannend, was du beschreibst, weil diese Klarheit, die dann auf einmal da ist, das erzeugt auch dann so eine Art Sogwirkung, also eben wie du gesagt hast, und dass du dann so sehr strahlst, dass du dann einfach, du gehst los und dadurch, ja, ergibt sich der ganze Weg. Das finde ich auch total faszinierend. Ja, danke nochmal für den Impuls. Mhm. Total schön.
Danke, ja. Und ich glaube, der Unterschied ist, auf was ich fokussiert bin. Bin ich darauf fokussiert, einfach mal Geld zu verdienen, dass ich irgendwie finanziell über die Runden komme? Bin ich darauf fokussiert, vielleicht im Status zu steigen, an Bedeutung zu gewinnen, irgend sowas? Bin ich darauf fokussiert, was Sinnvolles zu machen? Oder bin ich darauf fokussiert, einfach Freude zu haben an dem, was ich tue? Und wenn ich einfach auf die Freude fokussiert bin, dann kommt die Freude irgendwann. Und dann kommt diese Projektidee, diese Idee für ein Herzensprojekt irgendwann. Und dann kann ich die umsetzen. Aber das kann halt ein paar Jahre dauern, das muss man aushalten. Nando, könntest du noch mal kurz dein Ziel mit dem dritten Weg kurz erklären? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon genau verstanden habe. Okay, klar, gerne. Also bis jetzt haben Schulabgängerinnen und Schulabgänger eigentlich zwei Möglichkeiten. Sie können sich für eine Berufslehre entscheiden oder sie können sich für ein Studium, eine weiterführende Schule entscheiden. Und ich habe mit 8 Klässlern gearbeitet im letzten Jahr und habe festgestellt, also da geht es zurück Richtung Berufswahl und habe versucht, die Einzigartigkeit dieser 8 Cluster zum Vorschein zu bringen und habe gemerkt, dass viele 8 Cluster keine Ahnung haben, wer sie sind, keine Ahnung haben, was sie fasziniert, keine Ahnung haben, was sie eigentlich einzigartig macht als Menschen. Und so gehen sie in die Berufswahl rein, weil sie müssen ja sich trotzdem für den Beruf entscheiden. Und da gehen sie rein und entscheiden sich für irgendeinen Beruf, aber haben eigentlich keine Ahnung, wer sie sind und was sie gerne tun. Und auf Basis von dieser Erkenntnis habe ich mir dann überlegt, ja, was könnte man tun? Wie könnte man denn diesen Menschen gerecht werden, dass die nicht jetzt einfach in den Beruf reingehen, einfach weil sie halt müssen, und dann sind sie in diesem Beruf drin, vielleicht wechseln sie den Beruf irgendwann mal und ja, dann sind sie vielleicht dann 40 oder 50 und dann haben dann irgendwann eine Krise und überlegen sich, was will ich eigentlich vom Leben? Und da diesen jungen Menschen bereits ab der Schule oder nach der Schule eine dritte Möglichkeit anzubieten, wo sie einfach Zeit haben, sich selbst mal zu erkunden, sich selbst zu entdecken, bevor sie irgendwas anderes machen. Es gibt auch so diese anderen Angebote wie 10. Schuljahr oder so, aber da müssen sie auch wieder Leistungsanforderungen erfüllen, die vorgegeben sind. Da entfernen sie sich typischerweise noch mehr von sich selbst. Sie kommen nicht näher an sich selber ran. Deshalb einfach mal die Idee, einfach Zeit zu haben, in Projekte reinzugehen, die sie selber definiert haben, die sie gerne anpacken möchten. Und das in einem reflektierten Prozess, wo sie einfach sich ihre Einzigartigkeit immer bewusster werden. Und sobald sie diese Einzigartigkeit haben, wenn sie wissen, was sie wirklich gerne tun, was ihre Antriebskräfte sind und so weiter, dann ein Herzensprojekt definieren und dieses Projekt dann anpacken. Und um dieses Herzensprojekt anzupacken, kann es sein, dass sie dann eine Lehre machen möchten, weil einfach das eine gute Grundbildung ist, um dieses Projekt anzupacken oder ein Studium. Oder sie brauchen das nicht. Sie machen dann vielleicht irgendeinen Kurs oder sie machen vielleicht gar nichts und packen gleich das Projekt an. Und durch diesen ganzen Prozess von sich selber kennenlernen bis letztlich ein eigenes Unternehmen gründen auf Basis ihres Herzensprojektes, das ist das, was ich mit dem Magic Campus anbieten möchte. Okay, jetzt habe ich es verstanden und ich finde den Begriff wunderbar. Also ein Magic Campus ist hat eine unheimlich große Sogwirkung. Also wirklich sehr emotional und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich wirkt. Also ich merke selber, wie ich sozusagen dahin gezogen werde und mir denke, wow, das muss ja irgendwie toll sein, Magic Campus. Und es hat tatsächlich eine höhere Bedeutung, dieses Magic hat eine höhere Bedeutung, weil ich ja von der Spielforschung her komme und untersucht habe oder mich einfach mit beschäftigt habe, woher kommt denn, wie entsteht denn diese Magie, die eben beim Spielen entsteht, es entsteht eine ganz besondere Magie. Und was wir beim Magic Campus anbieten, das ist alles im Fokus, oder der Hauptfokus ist immer darum, möglichst viel Magie im Leben zu haben, zu spüren. Es geht darum, ein Leben zu führen voller Magie. Und das ist das Ziel und das ist das, was im Fokus steht bei diesem Projekt. Deshalb Magic Campus. Also quasi Erfüllungsoptimierung statt irgendwie Gewinnoptimierung. So, das ist so der Unterschied. Oder Profitoptimierung. Ja, Andrea? Ja, mir fällt gerade etwas ein dazu. Also wenn ich mit der Magie spiele, dann öffne ich mich für die Geschenke des Lebens, die viel größer sind, als mein kleiner Verstand sich selber denken kann.
Und das ist dann die Magie, dieses Größere, der göttliche Funken, das Schöpfen aus der Quelle. Das ist das, was der Mensch alleine nicht kann. Also wenn er nur funktioniert als Roboter, dann schöpft er nicht. So, das ist mir jetzt gerade so eingefallen mit deinen Worten. Danke, gefällt mir sehr gut, ja. Nando, kann man sagen, dass du beabsichtigst, den Magic Campus zu machen ab August, aber vorher oder auch gleichzeitig oder nachher auch Erwachsene darin begleitest, ihre Einzigartigkeit herauszufinden? Kann man das so sagen? Kann man, ja. Genau. Was ich jetzt gesagt habe, der Hauptfokus sind tatsächlich Schulabgängerinnen und Schulabgänger oder Menschen, die die Lehre abbrechen oder das Studium schmeißen. Also die irgendwo relativ jung sind und sich möglichst schnell eben auf den Weg machen möchten, ihr Herzensding zu finden. Aber sehr willkommen sind auch Erwachsene, die bereits berufstätig sind, die bereits da drin sind, eben vielleicht 40 oder 50 sind und sich dann fragen, was will ich eigentlich vom Leben, sich beruflich neu orientieren möchten. Meine Erfahrung ist, dass dieser Weg deutlich schwieriger ist, weil diese Menschen, die sind sich irgendwie schon 20 Jahre vielleicht gewohnt, einfach Ende Monat den Lohn zu empfangen, den Lohn auf dem Konto zu haben. Die sind sich gewohnt, diese Sicherheit, also vermeintliche Sicherheit, wo sie gar nicht viel überlegen müssen, sondern eben, sie wissen ungefähr, was sie morgen tun und was sie übermorgen tun. Ja. Und sie haben eben diesen ja, einfach auch einen gewissen Lebensstandard dann halt bereits. Sie haben gewisse Verpflichtungen, sie haben eben vielleicht Kinder, die sie irgendwie noch miternähren müssen. All das macht es schwieriger, mit 40 oder 50 sich auf den Weg zu machen, als vielleicht mit 15 oder 20. Deshalb Hauptfokus bei den 15-, 20-Jährigen, aber die 40, 50, was auch immer, wie alt die Zahlen sein dürfen, dürfen selbstverständlich gerne auch mitmachen. Und ich habe, im Prinzip kommen die alle in denselben Topf, in den Magic Campus rein, aber der Einstieg ist jeweils ein bisschen anders. Also ich habe so einen Onboarding-Prozess, hat sich jetzt mittlerweile ergeben. Und da brauchen einfach 40-Jährige, brauchen am Anfang was anderes als irgendwie eine 15-Jährige, die in ganz anderen Orten im Leben stehen. Aber sonst sind die... Der Rest ist eigentlich dasselbe. Danke. Danke für die Bemerkung. Gut, wir waren bei Punkt, ich weiß gar nicht, was es war, irgendwie 8 oder so. Niemand darf dem Projekt den Willen aufzwingen, also das Projekt kontrollieren wollen. Sobald wir das kontrollieren wollen, dann beherrscht unsere Kontrolle dieses Projekt und es funktioniert dann plötzlich nur noch, statt dass es wirklich eine Sogwirkung entfaltet. Herzensprojekte vertragen weder eine straffe Hierarchie noch eine Basisdemokratie, also quasi eine strikte Basisdemokratie. Eine straffe Hierarchie deshalb nicht, weil ja bei einer straffen Hierarchie eben typischerweise die Vorgesetzten, die oben in der Hierarchie sind, denjenigen, die unten in der Hierarchie sind, sagen, was sie zu tun haben und dann ist die Energie bei diesen Menschen dann schon teilweise weg. Und Basisdemokratie auch nicht, weil diese Quellenperson ja die einzige Person ist, die diesen direkten Bezug hat, also eine ganz besondere Verbindung hat zur Quelle, also zur Idee, zur Projektidee an sich. Aber sonst kann es natürlich relativ basisdemokratisch sein, einfach nicht so ganz strikt. Und da gilt es einfach zu beachten, dass natürlich jeder Mensch, der damit beteiligt ist, eben auch sein Ort, seine Stelle findet im Projekt, wo er oder sie seine oder ihre Einzigartigkeit voll zum Blühen bringen kann. Also ich würde so sagen, beteiligte Menschen können beratend mitwirken, sich beratend einbringen, aber die Entscheidung fällt immer die Quellenperson. Genau. Es kann aber so wie Subquellen geben, also Menschen, die irgendwo halt einen Teilbereich quasi mitverantworten oder eigentlich verantworten, im kreativen, gesamten kreativen Raum, der entstanden ist aus diesem Herzensprojekt. Da kann es wie unter kreative Räume, also quasi subkreative Räume geben, wo sich dann Menschen verwirklichen können innerhalb des großen Ganzen. Stimmt das ungefähr? Ja, das stimmt. Also die sind dann autonom in ihrem Bereich, in ihrem Unterbereich und die Hauptquelle hat aber immer die Oberaufsicht, um zu klären, gehört das in meinen Bereich dazu?
passt das in mein Quellenfeld oder gehört das nicht in mein eigenes Quellenfeld? Dann müsste der wieder aufhören oder sich herausbewegen aus diesem Quellenfeld. Ja. Also die Entscheidung und die 100% Verantwortung, wie du gesagt hast, das liegt beim Gründer, bei der Quellenperson. Ja, ja. Gut, vielen Dank. Manuela, du bist neu dazugekommen. Für dich die Information, was wir hier machen, das landet dann auf YouTube. Also wenn du nicht gesehen werden möchtest, ist alles gut. Sowieso wieder weg. Gut. Nein. Gut, also. Dann noch zwei Punkte, die mir wichtig erscheinen, nämlich Quellenpersonen lernen von der Zukunft. Das ist auch vielleicht was Ungewöhnliches, weil meistens aktivieren ja vor allem die Erfahrung. Und wir versuchen, ein Projekt durchzuführen auf Basis von meiner Erfahrung oder von Erfahrungen anderer, die ich irgendwie einzuholen versuche. Und Erfahrung heißt immer, das ist vergangenheitsorientiert. Irgendwann wurden die Erfahrungen ja gemacht. Und Quellenpersonen, die lernen von der Zukunft. Und spannend finde ich, dass das, was ja vielleicht etwas, also was heißt denn das, von der Zukunft lernen? Das heißt eben sich reinfühlen in ein Projekt, in eine Situation reinfühlen. Also ganz viel mit dem Herz unterwegs zu sein und dem Herzen zu folgen, nicht dem Verstand. Verstand wäre wieder vergangenheitsorientiert. Und spannend finde ich, dass diese Formulierung von der Zukunft lernen, die kommt von Otto Scharmer. Otto Scharmer ist der Gründer der Theorie U und arbeitet am MIT. Der ist Professor am MIT, das ist die größte technische Hochschule der Welt. Also eine ganz stark wissenschaftlich orientierte Hochschule und die arbeiten mit, weil also dieser Otto Scharmer, der arbeitet, hat diesen Begriff geprägt und er schlägt dann Methoden vor, wie irgendwie Meditation und so weiter, um eben sich überhaupt bewusst zu werden, was denn da entstehen soll von der Zukunft her. Also wir müssen quasi lernen, zu schauen, was will denn da entstehen. Das hat ganz viel mit einfach reinspüren zu tun und nicht mit Erfahrungen, die wir bereits gemacht haben. Klar, die Erfahrung brauchen wir, um das Projekt auch umzusetzen, aber was denn da entstehen soll, wie wir das umsetzen wollen, das hat ganz viel, müssen wir da von der Zukunft lernen. Das heißt, neue Wege einschlagen. Und dann noch der letzte Punkt, und da ist wieder Monika dann angesprochen, respektive Peter König mit den Quellenprinzipien. Quellen können übergeben werden. Also ich muss nicht ein Leben lang jetzt dieses Projekt umsetzen, sondern es kann sein, dass ich irgendwann in mir spüre, dass es reif ist, dieses Projekt oder die Verantwortung über dieses Projekt oder eben diesen Bezug, diesen besonderen Bezug zu dem Projekt irgendjemandem anderen zu geben. Also ganz anders, als wir das irgendwie anpacken, als wir sonst ein Projekt anpacken, so mit diesen Meilensteinen, die wir definieren und mit Projektplan, die wir ausarbeiten, Zeitplan, den wir ausarbeiten, können wir alles ergänzend trotzdem auch machen. Stört an sich nicht, wenn wir nicht uns dann versklaven lassen von diesen Plänen, sondern auch da wieder flexibel einfach drauf, einfach rein, drauf eingehen, was denn da gerade aktuelles neu entsteht. Und das ist ein bisschen die Gefahr, wenn wir also mit diesen Meilensteinen arbeiten, diesen Zeitplänen arbeiten, dass wir dann versuchen, das so wie sklavisch oder einfach zu strikt dann abzuarbeiten. Und auch diese Definition von, was für Gefahren könnten da entstehen und so weiter, das ist alles extrem verstandsorientiert. Und ja, die Gefahren, die wir irgendwie wahrnehmen können mit unserem begrenzten Verstand. Und vielleicht wäre die Größe gerade auch dieses Risiken in Kauf zu nehmen und eben da ganz gezielt reinzugehen in diese Risiken, statt die vermeiden zu wollen, was dann eigentlich schon wieder ganz vieles, was möglich ist, wieder einschränkt. Die Vorteile, wenn du ein solches Projekt anpackst, ist, dass du dann deine Einzigartigkeit lebst. Und das fühlt sich einfach sehr erfüllend an, das fühlt sich einfach sehr stimmig an. Deine Grundbedürfnisse sind gestillt.
weil du beschäftigst dich mit etwas, was dich fasziniert, was in dir hohe Emotionen quasi zum Tag zu Tage befördert. Und ja, das fühlt sich einfach anders an, als einfach hier reinzugehen und ja, einfach irgendeine Tätigkeit zu machen, wo du vielleicht gar nicht so viel Herzblut drin hast. Und ja, genau, das sind so die wesentlichen Punkte. Möchtet ihr, ich habe noch kurz meine Notizen angeschaut, jetzt, also wir können das gerne sehr öffnen. Was habt ihr für, ja genau, also meldet euch einfach, da können wir miteinander diskutieren über das, was ihr gehört habt. Nicola. Ich kann mir das so schlecht vorstellen, wenn du sagst, von der Zukunft lernen, ja. Wie setze ich das, oder wie kann man das praktisch umsetzen? Woran merke ich an deinem Magic Campus, dass dieses Prinzip dort lebt? Also nur schon die Idee ist ja irgendwie mir einfach, also die habe ich einfach gehabt und dann ist die Frage, woher kommen denn Ideen? Woher kommen Ideen? Keine Ahnung. Aber irgendwie kommen die von außen, die kommen irgendwie wahrscheinlich nicht von mir selbst, sondern die kommen irgendwie kommen die in meinen Kopf rein. Und das ist ja schon der erste Schritt eigentlich, was Neues entstehen zu lassen. Wenn ich kann auch ganz anders hingehen, ich kann mit Kreativmethoden kann ich Ideen entwickeln. Und die sind aber typischerweise eben, vielfach sind die dann erfahrungszentriert, also die steigen, kommen dann die Erfahrung der Leute, die an diesem Prozess beteiligt sind, kommen da zum Tragen und dann entsteht eben vielfach nicht wahnsinnig viel Neues, sondern man kreist im selben Ding drin, was wir hatten. Und dann mussten wir eben, um dieses Neue umzusetzen, auch neue Wege gehen. Und da zeigt sich das dann. Also da müssen wir wirklich einfach ganz viel mit reinfühlen. Da reingehen und nicht mit dem Verstand. Der Verstand brauchen wir auch, der ist auch gut. Der kann auch mithelfen, das umzusetzen. Aber was da alles und wie und in welche Reihenfolge und wie das zusammenpassen kann, all die Puzzleteile, es ist ja was Neues, was entsteht, dieses Herzprojekt. Und der Weg, wie das entsteht, ist auch neu. Und da zeigt sich das dann. Aber es ist wirklich ganz viel mit, ich glaube, Peter König sagt auch immer, als Quellenperson muss man extrem viel einfach auch spazieren gehen, in die Natur rausgehen, um da diese Ideen zu empfangen, um empfänglich zu sein. Weil das sind einfach in der Natur zum Beispiel, ist einfach ein sehr empfängliches, eine sehr empfängliche Umgebung. Und wenn man sieht, ich kenne das ja wahrscheinlich auch, die besten Ideen kommen nicht, wenn ihr lange drüber nachdenkt, sondern irgendwann unter der Dusche oder eben beim Spazieren oder sowas, wo ihr vielleicht gar nicht explizit drüber nachdenkt. Das ist von der Zukunft, das ist das, was Otto Scharmer von Zukunft lernen, wie er das meint. Okay. Und er hat dann ganz seine Methoden, wie er das macht. Zum Beispiel kann das über Journaling kann das passieren, Klarheit zu erlangen, über Schreiben, einfach schreiben lassen. Und so Klarheit zu erlangen, was eigentlich irgendwo in uns schlummert oder eigentlich so im Unterbewusstsein von uns irgendwo schlummert. Also ich denke, es ist wichtig zu wissen, man hat wie das große Ziel vor Augen, aber man kennt den Weg überhaupt nicht. Und der Weg entrollt sich wie ein roter Teppich, immer wieder nur Schritt für Schritt. Und es gilt immer wieder, aus der Stille heraus den nächsten Schritt zu erkennen und den zu entscheiden, also das nächste Risiko einzugehen. Es sind immer wieder innere Prozesse, bis wieder klar ist, wohin das Herz möchte als nächsten Schritt. Und es ist wirklich erstaunlich, dass man nicht weit voraussieht, wie das weitergeht, sondern immer wieder nur Klarheit für den nächsten Schritt. Ja. Und man sagt, 75% der Zeit ist die Quellenperson am Klären, was ist der nächste Schritt. Also man ist meistens im Nebel und überhaupt nicht klar, wie es weitergeht. Und es ist wertvoll, wenn man nichts entscheidet, solange man nicht klar ist. Weil sonst verschwendet man meistens Geld, Zeit und Energie. Ja, das sind dann diese Umwege. Für beteiligte Personen ist es wichtig, immer wieder warten zu können, bis die Quellenperson wieder klar ist. Oder beratend beizustehen, aber entscheiden muss immer wieder die Quellenperson selber. Und der kann nicht logisch entscheiden für die
für die außenstehenden Personen. Es ist von außen her manchmal nicht klar, wieso dass der jetzt so entscheidet. Aber er spürt dann einfach wieder, wenn es klar ist. Also nur Schritt für Schritt immer wieder voran. Das ist ungewöhnlich. Aber man spürt, wenn es wieder klar ist. Und dann macht es Freude. Und immer wieder ist einfach Geld der Faktor, wieso dass es dann blockiert, das Risiko, Geld in die Hand zu nehmen oder nicht wissen, woher das Geld kommt. Und da habe ich im Chat geschrieben, diesen Hinweis, der Geldfluss, der bedingungslose Geldfluss ist wahrscheinlich nur möglich, wenn wir frei sind im bedingungslos annehmen und bedingungslos auch Geld weggeben können. Und da ist diese innere Arbeit zu machen, die Beziehung zu Geld zu klären. Die haben wir aus der Familie übernommen, die sind geprägt worden aus der Familie, aus der Gesellschaft, aus der Religion. Und da gilt für die meisten Quellenpersonen eine große Arbeit zu machen und seine Beziehung zu Geld gründlich anzuschauen. Sonst sind wir oft nicht bereit, den nächsten Schritt zu entscheiden. Also jedes Wenn und Aber weist darauf hin, dass da eine Projektion im Weg steht, die es anzuschauen und zu integrieren gilt. Also eine Projektion auf das Geld, ja. Genau, also Beispiel, einfach weil vielleicht ist es nicht ganz verständlich, was ist gemeint unter Projektion für Geld. Also zum Beispiel so eine typische Projektion könnte sein, wenn ich Geld habe, dann bin ich frei, um das und das zu tun. Also wir projizieren die Freiheit auf das Geld und verlieren dadurch eigentlich die Freiheit. Weil eigentlich wären wir jetzt schon frei, das zu tun, was sie möchten. Nicole, du hattest... Ich habe eine Frage. Ja. Das hört sich jetzt so wunderbar an, dass du morgens um 4:30 oder was diesen Einfall hattest und da gleich... Viertel vor fünf, okay. Und da gleich so eine Vision anscheinend mit gekoppelt war. Wenn ich jetzt aber, also für mich ist es gerade eher so, dass ich so ein Zipfelchen von einer Vision habe und überhaupt nicht weiß, genau, wo geht es hin und geht es überhaupt und also so... Laufe ich da jetzt trotzdem einfach irgendwie los? Also das fühlt sich gerade so echt in den Nebel hinein und ja, weiß genau. Überhaupt nicht so richtig, wo geht es eigentlich hin? Ja. Und dann ergeben sich die nächsten Zeichen, Schritte, Eingebungen, wie auch immer man das jetzt nennt. Oder wie ist da deine Erfahrung oder eure Erfahrung? Ich habe genau die Erfahrung gemacht. Ich habe mich 2017 war für mich klar, dass ich mich auf den Weg machen möchte, dass ich mich selbstständig machen möchte. Ich hatte nichts anderes als einfach diese Absicht, mich selbstständig zu machen. Und die Frage, die mich beschäftigt hat, ist es denn möglich? Damals hatte ich zum spielerischen Lernen doktoriert und ich habe einfach gesehen, welch enormes Potenzial das Spielen hat für das Lernen. Und ich habe mich gefragt, wenn das Spielen so ein hohes Potenzial hat für das Lernen, welches Potenzial hat es denn, wenn wir das ganze Leben zum Spiel machen würden? Und so ist der Titel Spiel dein Leben entstanden und eigentlich war nur der Titel da und alles andere hat sich daraus ergeben. Ich hatte einfach am Anfang mal einen Online-Kongress veranstaltet, hat Menschen gesprochen, also Interviews geführt mit Menschen, die, von denen ich mir irgendeinen Beitrag erhofft habe, um mehr Klarheit zu bekommen, wie wir denn unser Leben zum Spiel machen können. Und alles andere ist dann irgendwie daraus entstanden. Aber ich hatte von Anfang an eigentlich, ich habe nichts gesehen. Ich habe nur gesehen, ich will mich auf den Weg machen und okay, ich mache mal einen Online-Kongress. Das waren so die ersten Schritte. Und bis ich jetzt wirklich diese Idee hatte vom Magic Campus, und das ging irgendwie eben 4,5 Jahre, man kann sich das ausrechnen. Im November 21 hatte ich die Idee. Und das hat sich bis dahin alles so angefühlt, als ob ich im Nebel stehen würde. Und endlich dann, um 4:15 morgens, war mir das klar, weshalb ich das eigentlich alles angepackt habe, weshalb ich mich auf den Weg gemacht habe, 4,5 Jahre vorher. Und das ist das Schwierige, das muss man aushalten, diese Zeit. Und das muss natürlich nicht 4,5 Jahre dauern, das hat jetzt bei mir einfach 4,5 Jahre gedauert. Aber das ist die große Schwierigkeit, das auszuhalten. Ja, Alexandra? Ich wollte das auch noch mal unterstreichen, was du erzählst, weil ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, sich einfach erstmal irgendwie auf den Weg zu machen. Also ich würde meinen Weg jetzt auch nicht als Umweg bezeichnen, aber es gab auf jeden Fall einige Schritte bevor dieser Situation, in der ich jetzt stehe. Und wie du auch sagst, rückwirkend macht das alles Sinn. Und ich glaube, das Wichtigste, ähnlich wie du sagst, ist nicht, sich das im Kopf auszumalen, sondern wirklich zu spüren, wo hüpft mein Herz und das dann zu machen, auch wenn das vielleicht nur indirekt mit der Tätigkeit zu tun hat, aber es gibt einem immer wieder so kleine Hinweise auf das, was man machen will. Das ist wie so ein
wie so ein Spiel eben, wie ein Labyrinth. Ja. Dann guckst du, ach nee, das passt nicht so ganz. Und dann probierst du das mal wieder aus. Und ja, genau. Und das ist, glaube ich, echt der Weg. Also, ja. Und das ist schön. Ja. Ja, das ist ganz, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung, ganz, ganz viel an sich selber anarbeiten, an Glaubenssätzen wegschmeißen, die wir von der alten Welt kennen, die von dieser sicherheitsbetonten Welt kennen, und in dieses Unbekannte, in diese Unsicherheit reinzugehen. Ich glaube, das ist da wirklich ganz, ganz schwierig. Und genau das ist das, was wir auch im Magic Campus dann machen. Einfach eben diese Zeit zu geben, dass sie spielen können, dass sie Dinge ausprobieren können, ohne schon zu wissen, was daraus entsteht. Aber das ist das, was wahrscheinlich tatsächlich was ich als Weg sehe, wie man da zum Herzensprojekt kommen kann. Und das ist das, was eben auch dann da schwierig macht bei 40-, 50-Jährigen, die da gleichzeitig noch Geld verdienen möchten oder sollten oder das Gefühl haben, sie sollten. Und die es nicht wagen, zum Beispiel einfach mal den Job zu schmeißen und loszulegen oder zum Job zu kürzen, einfach das Arbeitspensum zu kürzen und daneben loszulegen. Ich glaube, das sehe ich als größtes Hindernis, weil da fehlt dann die Zeit zum Spielen. Und wenn die Zeit zum Spielen fehlt, macht man sich nicht auf den Weg. Und wenn man sich nicht auf den Weg macht, dann geht es nie richtig los. Andrea? Ja, mir ist noch was eingefallen zu diesem schöpferischen Prozess, also wenn da etwas kommt, was nicht nur von dir kommt. Also mir ist das im Januar plötzlich, habe ich gedacht, warum bin ich so aufgeregt, so hibbelig? Also das war so ein ganz spezielles Gefühl, das ich so noch nicht so bewusst gekannt habe. Also sicher habe ich es schon gekannt, aber so bewusst habe ich es im Januar wahrgenommen. Und plötzlich habe ich gemerkt, da will noch was kommen. Also das war so ganz speziell, und ich habe es dann halt so gemerkt, weil ich es abgefragt habe kinesiologisch. Das ist dann mein Trick, dass ich nicht, also man könnte auch einfach noch mehr in sich hineinfühlen. Ich arbeite oft mit Austesten, aber immer jetzt, wenn ich so eine unglaublich große Freude spüre und so hibbelig werde oder so, ja, ist noch schwierig zu beschreiben, eine sehr hohe Energie, hochschwingend, dann weiß ich, jetzt kommt es aus der Quelle, jetzt ist es nicht verstandbasiert oder jetzt ist nicht irgend so was, sondern jetzt kenne ich dieses Gefühl und dann bin ich aufmerksam. Und manchmal ist es ein Bild, das kommt. Ich bin jetzt am Logo dran meiner neuen Firma. Das ist erst am Entstehen. Und das, ja, aber dieses Gefühl leitet mich jetzt langsam so dadurch. Ich habe noch einen Kommentar von Hannes. Ich habe mich auf andere junge kreative Menschen gefreut mit Tatendrang. Nun ist das ein Peter König Webinar nach Quellenprinzip und entsprechend sind nur ältere Damen hier. Der Magic Campus ist ans König-System gebunden. Enttäuscht mich damit spricht man unsere Generation nicht an. Sorry. Es ist kein Quellenprinzip oder irgend sowas Seminar, sondern das sind einfach Gedanken, die mit eingeflossen sind. Es geht um das Herzensprojekt und das sind ganz vieles, sind Erfahrung, persönliche Erfahrung oder dann einfach Ergebnisse aus meiner Spielforschung, mit meiner Beschäftigung mit Spielen. Aber klar, ich gucke auch, was andere machen, und das, was ich gut finde und was passend ist, das übernehme ich auch. Gut, weitere Bemerkungen, Kommentare? Ja, ich möchte vielleicht noch anfügen, was Nicole erwähnt hat. Natürlicherweise spricht jemand, der eine Vision empfangen hat, oft eine zweite Person an und teilt das mit jemandem, der das möglicherweise verstehen kann, was da kommt. Weil das ist ja einzigartig und sind meistens nicht viele, die das verstehen, aber vielleicht hat man jemanden im Umfeld, die oder der das verstehen kann. Es ist oft sehr natürlich, dass man das teilt. Und dann ist es aber auch sehr wichtig, dass man dieses kleine, zarte Pflänzchen hütet und nicht dem kalten Wind aussetzt, also nicht Kritikern, dass man das nicht allen gerade zeigt und erzählt, weil ganz oft kann da ein kleiner Wind, kalter Wind, das gerade wieder kaputt machen. Also dieses zarte Baby ist gut, wenn man das beschützt und lange genug hütet, bis es Kraft bekommt. Ja.
vielleicht noch auch ein Wort dazu, wie ich Menschen auswähle, mit denen ich hier zusammenarbeite, Magic Campus. Also ich habe zum Beispiel ein Advisory Board, so ein Beratungsgremium, mit dem ich mich regelmäßig treffe. Und das sind Menschen, die ich ganz stark über den Bauch ausgewählt habe. Das sind zum Teil Menschen, die ich kaum gekannt habe, mit denen ich vielleicht mal irgendwie punktuell was zu tun hatte, aber wo ich einfach irgendwie das Gefühl hatte, die passen da gut und die bringen sich wunderbar ein. Also das sind entwickelt sich sehr, sehr gut. Und da brauche ich keine Stellenausschreibungen oder sowas, auch mit den Menschen, die ich zusammenarbeite, die ich intensiv zusammenarbeite, das ist nicht nur beratungsmäßig. Also ich mag das nicht mit Stelleninseraten oder irgend sowas, sondern ich lasse mich da ganz stark von meinem Gefühl leiten. Genauso eben wie eine Mutter eben ganz stark sich von Gefühl leiten lässt, wenn es ums eigene Kind geht. Einfach spürt, was dem Kind tut und was nicht. Habt ihr noch Fragen, Bemerkungen? Wer hat denn so ein richtig schönes Herzensprojekt von euch? Mögt ihr darüber was erzählen? Ob sich eure Erfahrungen ungefähr decken oder habe ich was Wesentliches vergessen? Also ich kann das alles nur unterstreichen, was du sagst. Also dieser Funken, der springt dann irgendwann über, wenn man den Weg erstmal startet. Deswegen auch nochmal die Motivation für Nicole, einfach loszulegen, weil es dann wirklich im Tun kommt. Und ich kann das alles nur unterstreichen, dass diese glühende Energie, das, was du auch gesagt hattest, glaube ich, Andrea, dass es dann einfach kommt und du weißt, okay, da kommt was und das ist genau der Weg, den ich gehen muss, ohne dass es vielleicht auch rational erklärbar ist manchmal, aber es passt einfach und es muss einfach gemacht werden. Also ich finde das genauso, wie du sagst, nur total toll, dass du auch da Menschen unterstützt, eben genau das zu finden und sich da auf den Weg zu machen. Also ja, das Leben fühlt sich dann nochmal viel leichter an und eben magisch. Ja. Ja, also ich kann das auch nur unterstreichen. Ich fand das jetzt sehr schön zusammengefasst, die vielen Aspekte. Ich habe auch fleißig mitgeschrieben, so um das für mich nochmal wieder abrufen zu können, abgesehen vom Video, was dann auf YouTube ist. Was für mich noch ein Impuls war, nochmal anders zu denken, ist das von der Zukunft her denken. Also das finde ich einen guten Impuls für mich nochmal, weil ich so eine Tendenz habe, da vielleicht in die Vergangenheit zu schauen. Ja. Also weil auch vorhin Nicola gefragt hat, ich habe das dann so verstanden, wirklich eine große Offenheit, eine Neugier. Genau, und hast ja gesagt, dass Dinge neu entstehen können. Ne? Und das ist ja nicht, wenn man so... Und ich habe im Moment immer noch, also gerade jetzt in dieser Zeit, häufig geht unglaublich viel ab. Und ganz stark mit bestimmten Glaubenssätzen, die das verhindern wollen. Ja, also ob das jetzt Ängste sind oder Thema Geld oder es ist nicht so ganz einfach, aber es ist sehr ermutigend, dass du das, deshalb habe ich mich auch angemeldet, das so zu hören und ich kann das emotional komplett bestätigen und da passieren wirklich auch Wunder, auch im finanziellen oder dass genau die richtigen Leute kommen oder man genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz ist. Und bei mir geht dann immer sofort, ja genau, auch so ein Controlletti hinten an, so genau, da kann ja was passieren. Und ich habe mich vorher ein bisschen belesen, auch auf deiner Website. Und das ist halt genau das Ding, oh Gott, wir haben gelernt, bloß keinen Fehler machen. So, das ist so ein Rucksack, den ich so habe. Ne? Und an was mich das auch sehr stark erinnert, also ich bin Musikerin auch und ich kenne das, was du beschreibst, aus der freien Improvisation. Also ich habe irgendwann mal, hat mich jemand
eine Freundin gebeten, zu ihrer Ausstellung zum Thema Ruach, da ging es um Atmen, was zu singen. Und da habe ich gedacht, ja, aber das passt irgendwie alles nicht. Also wäre es doch am allerbesten, ich stelle mich einfach hin und mache das aus dem Moment heraus. Also wirklich so, wie es entsteht, in dem Moment inspiriert von dem Thema. Und da habe ich gedacht, ich habe vorher total Schiss, dass mir nichts einfällt oder so. Das war meine allererste Erfahrung, auch vor Publikum, in diesem Freisein, frei improvisieren. Und habe dann für mich gemerkt, ich fühle mich am sichersten, wenn nicht klar ist, was passiert. Und das ist mir dann nochmal so eingefallen, das mich bestätigt das gerade total. Also ich finde das auch ein ganz tolles Projekt. Genau, und ich werde da sicher noch mal irgendwie vielleicht auch mitmischen, mal gucken. Also ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du das mit uns teilst. Gerne. Also es ist auch ein herrliches Beispiel, das mit der Musik und dieses einfach quasi reinspüren in die Situation und einfach zu improvisieren. Das ist eigentlich genau Lernen von der Zukunft, ist genau das. Statt irgendwas, was es schon gibt, einfach quasi wiederzugeben, was Neues entstehen zu lassen. Andrea? Was mir noch geholfen hat, ich bin erst seit kurzem aus dem Brotjob raus. Also das hat mich wirklich so das letzte Jahr wirklich aus dem System rausgedrückt. Ich war Volksschullehrerin und habe gedacht, ja, im Sommer, dann springe ich dann endlich. Und das hat mich jetzt während dem laufenden Schuljahr rausgedrückt. Also ich habe auf mein Herz gehört natürlich. Und seit ich raus bin aus diesem alten System, läuft es viel, viel einfacher. Also auch da den Mut zu haben, zu springen. Und ich hätte auch den Mut nicht haben können. Ich wäre wahrscheinlich sogar krank geworden, wäre ich nicht gesprungen. Und einfach so zu spüren, wow, das Leben unterstützt mich voll. Also ich habe jetzt auch 2 Monate mich mit Thema Geld und Existenzängsten befasst, viele Glaubenssätze lösen können. Aber irgendwann muss man springen, sonst, also das ist meine Erfahrung, so immer so halb, noch in Sicherheit, bekommt das Herzensprojekt manchmal zu wenig Energie oder man fällt immer wieder zurück in die Glaubensmuster oder die Leute bei der Arbeit sagen dann, ja, aber das kann ja nicht funktionieren. Und also auch da sich schützen oder nicht mit Leuten darüber reden, die das dann so wieder runter, die dich runterziehen. Und mir hat das jetzt geholfen, einfach mal raus aus diesen Feldern so. Also das, ja, wenn die Zeit reif ist, einfach zu springen, vielleicht lieber früher als später. So. Ja, ging mir genauso. Also ich habe auch zuerst noch 50% Arbeitsstelle behalten und dann bin ich im Sommer 2020 bin ich dann gesprungen und habe die Stelle geschmissen an der Hochschule. Und das war für mich wirklich der Zeitpunkt, wo bis dahin hatte ich das Gefühl, irgendwie es passt. Also es stört mich nicht, dass ich noch an der Hochschule bin, und dann irgendwie hat es wie gekippt, habe ich gemerkt, jetzt beginnt es mir Energie zu rauben, wenn ich da an die Hochschule gehe. Und das war dann der Zeitpunkt, also ein bisschen verkürzt und natürlich die Herausforderung war viel größer und so weiter, aber im Prinzip war das dann der Zeitpunkt, wo ich mich dann auf den Weg gemacht habe und den Job ganz geschmissen habe. Aber ich habe da noch einiges an mir arbeiten müssen, um diesen Sprung zu wagen. Ich denke, wichtig ist auch, dass man Freunde hat, oder dass man das nicht alles alleine macht, sondern ein gutes Umfeld sich erschafft. Vielleicht manchmal ist es die Familie und manchmal ist es eben nicht die Familie, aber dann sind es vielleicht Freunde. Und ja, es ist wichtig, dass man gut vernetzt ist mit Menschen, die an einen glauben und einen ermuntern und auch beistehen auf diesem neuen Weg. Ganz alleine ist das, ja, kann das zu hart sein. Genau. Und wirklich solche Menschen, die einen unterstützen, die einen verstehen und die einen nicht bremsen. Und die Vision immer mal wieder groß aufs Tapet malen. Also zusammen mit halt Leuten, die Vision teilen, das mal wieder am Abend auf dem Sofa eine Stunde lang. Ah, stell dir vor, wenn dann, also mein Partner gründet noch eine Waldschule parallel dazu jetzt gerade, und dann kommt so viel, was noch nicht funktioniert. Und wenn wir dann aber darüber sprechen, wie die Kinder dann im Wald, wie wir dann lernen gemeinsam, dann ist das Feuer wieder da. Also wenn es eng wird im Kopf, weil nicht alles gerade schon bereit ist, der nächste Schritt noch nicht
ganz klar ist, sich an die Vision erinnern. Und da, was Monika gesagt hat, da sind Freunde und so Begleiter und Gefährten enorm wichtig und hilfreich. Ich habe noch eine, mir fällt gerade noch was Kritisches ein. So schön das jetzt ist und so wunderbar es ist, an neuen Ideen zu arbeiten und sein Herzensprojekt fortzuführen. Ich habe ja ganz lange langzeitarbeitslose Menschen auch mal begleitet und erinnere mich bei den ganz besonders kreativen Menschen immer von Brotjob und Kuchenjob gesprochen zu haben. Also ich finde, das ist eine wunderschöne Idee, die wir gerade verfolgen und die wir so spinnen. Aber es ist eine Kuchengeschichte. Also es ist ein Luxus, ein gewissermaßen ein Luxusthema, mit dem wir uns beschäftigen können, wenn die Basisfinanzierung gegeben ist. Je älter ich werde und je mehr Familienverpflichtung ich habe und je mehr an meinen Schultern hängt, ich glaube, desto schwieriger wird es. So, und von daher glaube ich, sind da halt viele Vorbedingungen auch notwendig. Nur noch mal so als ein bisschen an der realistische Einwurf. Ich kann die Sichtweise verstehen, bin aber nicht wirklich überzeugt. Also ich glaube, heute kann das zumindest in unseren Breitengraden, in unseren Ländern hier, in quasi Dachraum, kann das jeder, können das alle. Wichtig ist, okay, dass sie wirklich sich auf den Weg machen wollen. Also wo ich gekündigt habe, ich hatte kein Geld. Ich hatte schlichtweg kein Geld. Das ist nicht das Problem. Das Geld ist nicht das Problem. Aber Monika ist da die Expertin. Monika, ich gebe dir das Wort. Ja, wichtig ist eben zu verstehen, wir sind sehr geprägt, dass wir leisten müssen. Dass wir uns das Leben verdienen müssen, die Liebe verdienen. Das Leben absichern und die Liebe absichern. Und solange wir in diesem Überlebensmodus unterwegs sind und meinen, wir müssen alles selber, wir hätten es nicht verdient, dass man uns einfach das gibt, was wir brauchen, dann kann es nicht funktionieren. Und kein Geld zu haben, hat oft damit zu tun, dass man nicht tragfähige Beziehungen hat, dass man alles alleine versucht zu stemmen. Das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Und viele Jobs fallen in dieser Gesellschaft weg, weil wir sie nicht mehr brauchen. Oder die Welt, vieles ist gemacht in dieser Welt. Du hast gesagt, Nicola, Luxus. Wir sind in einer anderen Welt als unsere Eltern und Großeltern. Die mussten Verschiedenes noch erfinden und entwickeln und herstellen. Und jetzt sind wir, viele von uns, an einem Ort, wo wir dürfen das tun, was uns entspricht. Und eigentlich ist es nicht mehr in Ordnung, können wir uns oft das nicht mehr leisten, nicht das zu tun, wofür wir eigentlich geboren sind. Und das sind Menschen an einem unterschiedlichen Ort, das ist schon so. Es ist eine Frage des Bewusstseins für viele. Aber wir, die wir uns hier treffen, sind oft an dieser Stelle, wo wir eine Verantwortung spüren auch, dass wir in diesem Leben möglicherweise etwas zu tun haben, was neu ist, was nicht der Weg unserer Eltern war, und weil eben die Welt, weil alles da ist, technisch ist alles vorhanden. Und daher diese Luxusfrage, ja, vielleicht haben wir eine Verantwortung dazu. Ja, vielleicht. Gut, ich glaube, es ist langsam Zeit, das Webinar zu beenden. Hat jemand noch irgendwas, was er oder sie loswerden möchte? Danke herzlich, Nando, dass du das machst, dass du dich auf den Weg gegeben hast und dran bist, uns zu inspirieren und zu bewegen. Herzlichen Dank. Gerne. Darf ich mein Herzblut, mache ich natürlich gerne. Danke euch fürs Teilnehmen. Total schön, wart ihr dabei.
Danke für die Diskussion, für die spannenden Gedanken. Und ja, vielleicht sieht man sich irgendwann in einem anderen Webinar oder sonst bei einer anderen Gelegenheit wieder. Vielen Dank.